Liebe Leute, groß und klein. So ging es eine lange Zeit lang. Die Überfälle hörten nicht auf. Er klaute sogar den Spinnen die Fliegen aus dem Netz. Und den Pferden das Stroh. Das Leben. Nach einer langen Reise waren sie endlich am Ziel. Wir sind da. Ich rufe jetzt meine Schwester. Liebe Schwester, liebe Schwester. Leckeren Kuchen. Leckeren Kuchen. Leckeren Kuchen. Alles nur für mich. Für dich. Für dich. Liebe Leute, groß und klein, wir laden euch zur Geschichte ein. Hier nimmt das Schicksal seinen Lauf. Unaufgepasst und Vorhang. Bye.
heimlichen Wald. Halt, stopp! Her mit deinen Süßigkeiten! Ich habe keine Süßigkeiten, nur ein bisschen Klee. Falsch! Ich hab das Klee! Ich brauche das aber zum Leben. Das ist doch mir egal. Jetzt tschüss ab. Denn ich bin Räuberratte und ich nehme alles, was ich sehe. Ein fröhliches Eichhörnchen läuft durch den Wald. Ich habe kein Süßkram da drinnen, nur ein paar Nüsse. Alte, vergammelte Nüsse. Aber die nehme ich auch. Nein, die brauche ich zum Leben. Halt die Klappe! Und jetzt zisch ab! Siehst du mein Schwert? Hast du sie, aber nur weil ich will. Naja. Denn ich bin Räuberratte und ich nehme alles, was ich sehe. Eine Truppe Ameisen kommt mit fetter Beute um die Ecke. Die Überfälle hörten nicht auf. Er klaute sogar den Spinnen die Fliegen aus dem Netz. Und den Pferden das Stroh. Das Leben im Wald machte keinen Spaß. Die Tiere verhungerten. Und dicker wurde nun die Ratte. Denn er fraß und fraß und fraß. Eine fröhliche Ente läuft den Waldweg umlang. Halt! Nun, meine Liebe, wie? Du hast nichts. Na, sicher dich, obwohl du alt und knipprig aussiehst. Halt, stopp! Nicht so schnell! Ich habe eine Schwester, die wohnt in den Bergen in einer Höhle und da gibt's Kekse. Mmh. Bonbons. Mmh. Und Kuchen. Mmh. Das war alles für dich. Na los, führ mich hin zu dem Kuchenberg. Den schnapp ich mir. Nach einer langen Zeit sind sie endlich angekommen. Sie stehen vor einer großen Höhle. So, jetzt sind
Peter, jetzt rufe ich meine Schwester. Liebe Schwester, liebe Schwester. Hast du wirklich leckeren Kuchen? Leckeren Kuchen, leckeren Kuchen. Ich hol ihn. Hol ihn, hol ihn. Den sind wir los. Der kommt nicht wieder. Aber jetzt nichts wie weg. Die kluge Ente schnappte sich den Beutelsack und machte sich auf den Weg. Sie bringt das Essen wieder zurück in das Dorf. Sie feiern ein großes Fest, um wieder die Rückkehr des Essens zu feiern. Räuber Ratte verläuft sich in der Höhle. Er findet keinen Ausweg mehr. Er hat große Angst. Nun ist der ganze kein Laut und gar nicht mehr cool. Er arbeitet nun als Kuchenfeger in einer Bäckerei. Wenn er liebenswert und ehrlich wird,
darf er zu uns zurück. Darf er zu uns zurück. Liebe Leute, groß und klein, wir laden euch zur Geschichte ein. Hier das Schicksal seinen Lauf. Thank you.
bitte nicht, unser Volk verhungert sonst. Das ist doch mir egal. Denn ich bin Räuber Ratte und ich bin alles auf dem See. Ha, 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 ha. Zeit. Die Überfälle hörten nicht auf. Er klaute den Spinnen sogar die Fliegen aus dem Netz. Und den Kern das Stroh. Das Leben im Wald machte keinen Spaß. Dicker wurde nur der Räuber, denn er fraß und fraß und fraß. Eines Tages kam eine Ente angewaschelt und freute sich. Liebe, nicht so schnell. Gib mir deine Süßigkeiten. Ich habe keine Süßigkeiten. Wie, du hast nichts? Ha, dann fress ich halt dich, obwohl du alles und widerlich aussiehst. Stopp, stopp, warte. Ich habe eine Schwester, die wohnt in den Bergen in einer Höhle und da gibt es Kuchen. Kekse. Und Bonbons. Das wäre alles für dich. Na los, führ mich hin zu den Kuchenberg. Den schnapp ich mir. Nach einer langen Reise sind sie endlich angekommen. Sie stehen vor einer großen Höhle. Jetzt sind wir da. Jetzt rufe ich meine Schwester. Liebe Schwester, liebe Schwester. Hast du wirklich leckeren Kuchen? Leckeren Kuchen, leckeren Kuchen. Ich hol ihn. Hol ihn, hol ihn. So, der ist weg. Der kommt nicht wieder. Aber jetzt nicht wie weg. Die kluge Ente schnappte sich den Beutel und machte sich auf den Weg. Sie bringt das Essen wieder zurück zu den Tieren, die verhungerten. Sie feiern ein großes Fest. Und essen des Essens. Räuber, Schurke!
dunkle Scheusal. Jetzt aber weg mit dir. Reifern hat sich endlich einen Ausweg. Er ist jetzt ganz kleiner und gar nicht mehr cool. Er arbeitet nun als Krümelfeger in der Bäckerei. Thank you.